Zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um drei Bücher, die mich leider nicht überzeugen konnten. Und ja, ganz kurz bevor wir anfangen, ich bin aus Norwegen und Schweden zurück. Ich habe ja einen Roadtrip gemacht und die nächsten Vlogs kommen, also die letzten Vlogs kommen jetzt aber trotzdem die Tage noch online, weil es sind noch ein paar. Und ja, nur dass ihr euch nicht wundert. Und ach so, meine Haare sehen so komisch aus, weil ich heute Abend locken will, weil ich feiern gehe. Und dann mag ich die ein bisschen curly. Das werdet ihr dann vielleicht auch noch im nächsten Video sehen, weil vermutlich trage ich gleich noch eins. Aber jetzt müssen sie auf jeden Fall gerade noch ein bisschen trocknen. Ja, genug gelabert. Los geht's! Das erste Buch, um das es geht, ist der erste Teil der Changes-Reihe. Drew von T. Cooper heißt er, glaube ich. Ich blende es euch hier ein, weil ich hatte mir das Buch von einer Freundin ausgeliehen. Ja. Das Buch hat eigentlich eine hammer, mega geile Geschichte. Es ist Fantasy und es geht darum, dass es Changes gibt, die in den letzten Highschool-Jahren jedes Jahr als jemand anders aufwachen und dann das Jahr quasi in dieser Gestalt verbringen. Also Drew zum Beispiel war vorher halt ein Kerl und wacht dann eines Tages auf und ist Drew, also ein Mädchen. Und ja, muss dann quasi ein Jahr in diesem Körper leben und dann wechselt es wieder und das passiert dreimal. Und am Ende müssen sie sich quasi für eine Erscheinungsform entscheiden. Und ja, sie trifft auch noch einen anderen Changer, der vorher ein Mädchen war und da bandelt sich dann auch sowas an. Und ja, ich fand die Idee einfach mega cool. Also es ist einfach mal was Neues, was ich so in der Art noch nie gelesen habe. Und ja, ich finde, man hätte so viel daraus machen können. Und ich kann nicht sagen, dass das Buch schlecht ist, weil es liest sich schon so locker flockig weg. Aber es geht überhaupt nicht in die Tiefe. Also ich meine, das ist ja schon ja, was enorm Krasses, wenn du dein ganzes Leben lang Junge warst und dann wachst du eines Tages als Mädchen auf. Und zum Beispiel im nächsten Band ist er dann ein schwarzer Junge. Und ja, da kratzt es auch so ein bisschen an dem Thema Rassismus zum Beispiel, aber es geht halt nie in die Tiefe. So, ja, ich konnte nicht so richtig eintauchen darin. Ich dachte, das geht vielleicht noch weiter. Irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die Geschichte will irgendwo hin oder, ja, aber da kommt sie nicht wirklich hin. So, es ist halt alles doch sehr oberflächlich. Und das fand ich halt echt schade. Und dadurch war es für mich jetzt halt doch nur so ein Kinderbuch, was es vielleicht auch sein soll, und kein geiles Fantasybuch, was so richtig nice ist und ja, in dem man so mitgerissen wird. Genau. Ja, deswegen, also ich habe den ersten Band gelesen und den zweiten so halb und dann habe ich aufgehört. Es sind insgesamt 4 Bände und ja, schade, weil die Idee der Story ist echt Hammer. Buch Nummer 2 habe ich hier. Und zwar ist das Outlanders, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, das Buch ist, also da sind 3 Bände, also 3 Bücher in einem Band, so rum. Ja, es ist eine Hammer-Story. Also es geht um, wie heißt der noch gleich, Claire, und spielt in Schottland 1946 am Anfang. Und dann gerät sie in einen Steinkreis und unter seltsamen Umständen macht sie eine Zeitreise. Und zwar ins Jahr 1743. Und ja, ich habe mich mega auf dieses Buch gefreut. Natürlich gibt es dann auch noch so eine Love Story und so. Und ja, habe mich einfach unglaublich darauf gefreut und fand, das hat sich hammergeil angehört. Und am Anfang hat es mich auch wirklich doch gepackt und ich fand es gut. Also eigentlich richtig gut und von der Story eigentlich die ganze Zeit mega gut. Aber es ist für meinen Geschmack unglaublich langatmig. Es kann daran liegen, es steht vorne drin, dass es vorher eine ungekürzte Version gab und das ist jetzt eine gekürzte Version und das ist jetzt die ungekürzte Version. Vielleicht hätte mich die gekürzte Version vermutlich wesentlich mehr gepackt, weil ich die Story an sich mega gut finde. Und ja, die Autorin schreibt auch richtig schön. Aber es ist echt teilweise so, mir viel zu langatmig gewesen. Und ich habe mich dann immer noch mal weiter gelesen und noch mal weiter. Ja, und jetzt, wie man sieht, mein Lesezeichen ist genau in der Mitte. Also ich bin so im zweiten Buch bei der Hälfte genau. Und
habe dann aufgehört. Also es ist dann so im Sande verlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und ja, jetzt liegt jetzt hier schon einen Monat, ohne dass ich es angerührt habe. Voll schade, weil hier halt wirklich die Geschichte stimmt und auch der Schreibstil eigentlich stimmt. In vielen Szenen, aber manche, also es ist einfach, es dauert halt ganz lange, bis was passiert, so finde ich. Und ja, vielleicht komme ich irgendwann nochmal into, ich würde es mir eigentlich wünschen, manchmal ist es dann ja nochmal so, dass man doch nochmal anfängt zu lesen und dann nochmal reinrutscht. Ich wollte nämlich auch auf jeden Fall die Serie, die es dazu gibt, angucken. Ja, es war ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte mir viel von diesem Buch erhofft. Vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen rangegangen, weil ich die Geschichte halt unglaublich toll finde. Ja, vielleicht lese ich es irgendwann nochmal. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Buch. Und dieses Buch hat mich in den Wahnsinn getrieben. Es geht um After, den ersten Teil, After Passion von Anna Todd. Ich blende es hier ein, weil ich es als Hörbuch gehört habe. Da muss man vielleicht auch zur Verteidigung des Buches sagen, dass das Hörbuch bestimmt noch mal eine Ecke krasser ist. Für mein Gefühl, weil ich die Stimme nicht abhaben konnte. Also die Stimme an sich ist gar nicht so schlimm, aber es macht manche, sage ich mal, vielleicht quengeligen Situationen noch quengeliger. Also erstmal kurz, worum es geht. Es geht um Tessa. Sie beginnt ihr Studium und kommt damit in so eine ganz andere neue Welt und lernt dort Hardin kennen, der so ein richtiger Bad Boy ist. Und der aber auch große Probleme hat und dadurch halt ja, teilweise auch ein echt beschissener Bad Boy ist. Also so keine geilen Aktionen bringt. Und sie, ja, lässt sich unglaublich viel gefallen. Und das ist, glaube ich, gerade mein Problem. Es ist genauso wie in Shades of Grey, hatte ich das auch schon. Die lässt sich so unglaublich viel gefallen. Und auf der einen Seite kann ich das schon nachvollziehen. Und ich weiß, wie es ist, jemanden über alles zu lieben und dafür sehr viel in Kauf zu nehmen. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, ob man das bei sich selber hat, weil man die Gefühle gerade hat, oder ob man jemand anderem dabei zuguckt und sich so denkt, what the fuck. Und so extrem wäre es bei mir auch niemals. Also teilweise zieht er echt richtig beschissene Sachen ab und sie sieht dann aber seine Verletzlichkeit und lässt das einfach so stehen dann. Und das könnte ich halt nicht. Also mir bereitet das echt Bauchschmerzen, wie sie sich da behandeln lässt. Und dann sind es halt auch wieder manchmal so Situationen, die nicht so schlimm sind, wo sie dann total abtitscht und total quengelig ist. Die ist halt auch so mega naiv, was sie auch sein soll, aber auch so richtig quengelig manchmal wie ein Kind. Vielleicht kommt das auch durch das Hörbuch nochmal extremer rüber, weil die Stimme halt dann auch so echt ist. Oh, Hardin, warum? Also, boah, ich habe so einen Hals bekommen, als ich das gehört habe. Und es wurde ja mega gehypt, dieses Buch. Und irgendwie dachte ich auch, mir gefällt es auch und habe mir gleich alle vier Teile gekauft. Und ich hätte mir gewünscht, dass da vorher jemand zu mir sagt, ey, das ist wie Shades of Grey. Weil natürlich ist es was ganz anderes, es ist auch eine andere Story. Also jetzt nicht so mit diesen krass harten Sexspielzeug oder so, das überhaupt nicht. Aber so von dem, wie sie sich behandeln lässt und wie man eine Frau richtig gut immer wieder abwertend und verachtend behandeln kann. Und sie lässt das halt immer wieder mit sich machen. Und klar kann man jetzt sagen, ja, was tut man nicht alles für die Liebe? Aber schwierig. Auf jeden Fall schwierig. Dieses Buch hat mich um den Verstand gebracht, weil es halt zwischendurch unglaublich gut ist und fesselnd. Und dann wieder so, man würde sie am liebsten schütteln und sagen, was ist denn los mit dir? Und dann gibt es auch noch so Sachen, die ich einfach unlogisch finde, die da drin passieren, was mich dann auch echt aufgeregt hat. Also ich will jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich nicht viel, aber dann gibt es da noch so Sachen, die mit ihrer Freundin passieren und so, die ich einfach vollkommen aus dem Himmel gegriffen finde, die sich so für mich so anhören, so wow, wir brauchen jetzt noch einen Konflikt, lass uns irgendwas erfinden. Also das fand ich auch nicht so geil. Wenn wer es lesen will, soll es lesen. Es scheint ja unglaublich viel zu gefallen. Naja, jedem das seine, ne? Ja, das war's auf jeden Fall von mir und von diesem Buchvideo. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.